Schocks schreibt, kennt einer von euch noch das Game Metin 2? Das hat mega die scheiß Grafik, aber mit PC ist damals immer abgestürzt, sobald ich auf Leertaste gedrückt habe. Ach ja, das waren noch Zeiten. Ich habe Metin 2 mal nur angezockt, aber es hat mir nichts gegeben irgendwie, dann bin ich wieder raus. Aber ich kenne einige Leute, die das gerne gespielt haben. War einfach nur nicht meins. Aber hier gibt es bestimmt noch Leute, die Metin 2 gezockt haben. Ernsthaft? Hast du extra einen Char erstellt und bist rübergeflogen? Moko meinte, habe mich eingeloggt und bin rübergeflogen. Okay. Hast du jetzt extra einen Char erstellt auf dem Server, Moko? Also diese Säulen hier, die sind ja interagierbar, aber ich wüsste nicht, dass die irgendwie eine Relevanz haben. Es gibt einen Raum, da muss man die Säulen in einer bestimmten Reihenfolge, die ich noch kenne, meine ich, aktivieren, aber das war's dann auch. Aber vielleicht gibt es ja noch Geheimnisse, die ich so nicht kenne. Nur, dass ich nicht wunderst. Nö, nee, ich folge dir. Gibt es ja viele Ads, also viele auf einmal, da muss ich einen anderen Skill nämlich reinmachen. Okay. Muss er umskillen, oder? Ja, nur ein Skill wechsle ich Ja, kurz mal. mach ich. Ja, genau, wir sind auf dem anderen Server, deswegen habe ich doch die Assi hier erstellt, weil der Flo hier ist. Aber ich bin ja eh Hieron auf dem Server, auf dem du auch bist. Also es war auch nur, weil ich in Korea die ganze Zeit der Union gezockt hatte. Oder zumindest das letzte Mal, meine ich. Und dann dachte, okay, ich habe jetzt keine Lust, wieder dasselbe Anfangsgebiet zu machen. Ja, Kayla. Das konnte sie natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Oh, wir haben die 23, die Illuminaten sind im Haus. Irgendwie sehen die Instanzen hier besser aus wie bei uns. Kann das sein? Ja, es könnte aber auch daran liegen, dass du die andere Instanz vielleicht schon ein paar Mal gesehen hast und sie einfach gewohnt bist. Wobei ich finde die schon besser. Prison ist halt einfach tatsächlich auch ein Prison. Gefängnis ist halt nun mal ein bisschen eintönig. Also ich war noch nie im Gefängnis, aber ich stelle es mir eintönig vor. Kela hängt schon etwas durch. Morgen wieder früh raus. Ja, das ist verständlich. Das ist jetzt auch schon 11:45 Uhr. Stopp. Aber danke, dass du trotzdem noch am Start bist. So, den Predator Worm. Gibt es eigentlich viel zu beachten? Draufhauen. Ende. Wenn du Dann ready skill ich bist. nochmal schnell Okay, ich einen warte. Skill um und fertig. Ah, guter Track. Black Sheep. Ah, ist noch Flow, Rider. Ja. Und danach kommt Black Sheep. Wunderbar. Schade, ich würde gerne mal diese Nachrichten gerne lesen, was Sie hier schreiben. Siehst du es nicht? Ich meine, du hast so ein Chat. Ich dachte, du hast ein Chatfenster da drin. Ich habe doch diese Software, die jetzt schickt. Damit hätte man das in den Nee, ich Vordergrund meinte lassen jetzt können. hier im Spiel. Ja. Ich hatte auch die Software geschickt mit dieser On Top. Dann kannst du ja den Chat abdocken. Dann kannst du dir einfach, dann legst du ihn dir einfach vor Spielefenster. Kannst da rüberziehen. Das Problem ist normalerweise halt nur, wenn du dann aufs Spiel klickst, dann verschwindet das Fenster im Hintergrund. Und mit dieser Software, die ich geschickt hatte, die On Top, da kannst du einen Rechtsklick drauf machen und sagen, immer im Vordergrund. Dann kann man diese Option immer auswählen. Ah, ich meinte aber eigentlich den Chat, den Sie jetzt in Bless schreiben, in gelber Schrift. Ach so. Die Server, die GM. Ja, ach so. Woko prahlt und meint, sein Wurm ist schon down. Ja, Woko, in deinem Alter ist das natürlich kein Wunder, dass dein Wurm schon down ist. Das kommt vor. Das ist nicht schlimm.
Fisch soll helfen. Muscheln. Cool Ken meinte, dreiviertel zwölf, das haben die Ossis beim Bund auch immer gesagt. Ich bin fernab vom Osten, ich bin im Südwesten beheimatet. Komm aus derselben Stadt, aus der Woko kommt. Also aus der Woko ursprünglich kommt. Woko meint Arsch. Ja, sorry. Wenn du mir eine Vorlage gibst, müssen wir nicht sagen, du hast es nicht auch gemacht. Du mobbst mich ja nie. Jackman meint, nee, das stimmt nicht, das klingt seltsam. Was klingt seltsam? Dreiviertel zwölf? Ich kann auch Viertel vor zwölf sein. Was sagt denn ihr denn, Jackman? Ja, wird dir nie einfallen, wo komme ich zum Mobben, ne? Zum Glück habe ich ja die ganzen Livestreams zuvor archiviert. Vor allem deine Kondolenzen auch noch als Kommentare unter meinem YouTube-Let's Plays, nachdem ich meine Assassinin versehentlich, angeblich, gelöscht habe. Ja, Jackman, mein Dreiviertel zwölf klingt nicht so richtig. Ja, was sagt ihr denn bei euch, Jackman? Wo auch immer bei euch ist. Sagt ihr einfach Viertel vor zwölf? Was sagt man bei dir, Flo? Was sagt man bei dir bei 23:45? Viertel vor zwölf. Und dreiviertel zwölf gibt es bei euch nicht? Nein, das gibt es bei uns nicht. Das sagt man auch nicht bei uns. Weil du hast ja ein bisschen die Leute aus NRW gedisst bei deinen letzten... Überhaupt Dings, nicht. Ne? Und leider komme ich daher. Überhaupt nicht. Ich mag... War nur Scherz. Leute aus Nord... Achso. Nie übel nehmen, wenn ich was sage. Die müssen wir nur mal sicher gehen. Ich komme aus dem schönen Lipperland, wenn ihr das was überhaupt sagt, da wo es den Pickard gibt. Nö. Aber ich bin nicht sehr gut mit einzelnen Gegenden. Wenn ich schon mal dort war oder in der Nähe war, dann ja. Wenn nicht, dann selten. Kommt drauf an, also je nachdem wie exotisch es ist. Vielleicht sagt der Bielefeld ja was. Ja das klar, gibt's aber... Das ja auch nicht. Das gibt's auch nicht. Das ist doch... Das gibt's doch nicht. Das ist Verschwörung. Ich kenne niemanden aus Bielefeld. Nur virtuell. Das sind bestimmt Bots. Jetzt kennst du einen, der aus der Nähe kommt, siehst du? Ja, klar. Würde ich auch sagen. So, da vorne müssen wir aufpassen. Das eine ist mit den Mechanismen. Das heißt, die Mechanismen werde ich dann, wenn wir den Raum da vorne geklärt haben, geradeaus durch. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, weil da gibt es einen, das ist ein Quasi-Boss. Für mich ist es Quasi-Boss. Irgendjemand hat mal gemeint, es sei ein Boss. Er teilt zumindest aus wie ein Boss. Er sieht ein bisschen so aus wie der Trash-Mob hier, aber es ist keiner. Also er ist schon dick. Und links kommt nochmal so ein Kessel. Jo, ist auch nett. Coolkind kommt aus Südniedersachsen. Südniedersachsen. Okay, ist von mir aus trotzdem immer noch nördlich. Ja, aber ist interessant natürlich. Also Sprache ist generell interessant, wenn man bedenkt, allein wie klein Deutschland eigentlich ist. Also wenn man es mal vergleicht mit China oder so. Wobei da ist natürlich noch krasser die Unterschiede in Sprache. Aber was das ausmacht. Das fängt an bei so Geschichten wie, dass man... Wir sagen Berliner. Und ein Berliner sagt, glaube ich, zu einem Berliner Krapfen, glaube ich. Krapfen gibt es bei uns auch. Die werden quasi auch gleich gemacht und so. Sie schmecken aber anders. Sie werden sind nicht wie Berliner. Und wenn ich jetzt sage Berliner, wird jetzt manch einer überlegen, was ist ein Berliner? So, jetzt muss ich kurz überlegen. Dann machen wir erstmal hier noch den... Was ist ein Gegner hier? Ich meine ein Boss. Das war jetzt gerade quasi... Irgendjemand hat mal behauptet, es sei ein Boss. Weil ich mich mal beschwert hatte, weil ich meinte, okay, der Elite ist, der geht mir relativ um den Sack, weil man seinem Charge da nicht entkommen kann. Und manchmal ist es so, selbst wenn man hinter die Säulen geht, dass er dann einen trotzdem trifft. Und dann hat irgendeiner mal damals im Livestream gemeint, das sei sein Boss, sei auch ein Boss. Aber ich weiß nicht. Okay. Jetzt bitte nicht aktivieren, weil ich muss jetzt kurz überlegen. Mokko meint, ihr habt zwei vergessen. In Frankfurt sagt man Kreppel.
Schoxer meint, bei dreiviertel zwölf denkt man 12:45 Uhr. Schoxer, sag mal, du wohnst bei mir gerade um die Ecke. Boko sagt, wir haben zwei Gegner nicht gemacht. Mann, 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 Mann. Ja, wir sind noch gar nicht fertig. Weil wir gehen jetzt dann hier nochmal in den Raum zurück und gehen nur nach links und dann einmal nach rechts. Oder von unserer Perspektive aus jetzt dann rechts und dann nach links. Aber danke, Boko, fürs Aufpassen. Wir klären das Ding schon ganz. Kulkan schreibt, ich war mal in Ludwigsburg beim Bäcker und wollte eine Rosinschnecke. Das Teil hieß da Teigschnecker mit Rosbuckerl oder sowas. Das ist natürlich besonders geil. Ja, bei uns heißt es auch Rosinenschnecken. Oder einfach, eigentlich ist eine Schnecke bei uns schon standardmäßig mit Rosinen. Und dann gibt es ja diese Spezialschnecken dann irgendwie mit Nussschnecken halt oder Streuselschnecken und sowas. Also wenn du nur sagst Schnecke, dann kriegst du eigentlich eine Rosinenschnecke. Was, Xani aus Hanau? Oh, Hanau war ich auch schon öfters, da habe ich Bekannte, quasi fast schon Verwandte. Hanau ist ein ziemlich düsteres Pflaster, mit Verlaub. Ist irgendwo hinter Frankfurt, bis hin, wo ein Bekannter von mir ist, echt übel. Und ist der Geburtsort der Gebrüder Grimm übrigens. Ja, und der Sieg kommt aus Frankfurt. Da brauchen wir nicht drüber reden, ob das ein düsteres Pflaster ist oder nicht. Wer allein schon mal in Frankfurt. Das ist der Papagei des Todes. Das ist der Papagei der Finsternis. Zuallererst verneige ich mich vor ihm. Einen Moment. So. Die anderen sehen das nicht so. Ja, aber eben so. Wir kloppen ihn, kloppen ihn, kloppen ihn. Er macht AOE-Schaden. Ist nicht so wild eigentlich, aber wir müssen gucken, ob da kommt so ein Kristall, aber um den kümmere ich mich und dann mache ich den Kristall Put-Put. Ich denke den einfach jetzt hier. Ja. Sollte jetzt kein Problem sein. In der Zweierkonstellation. Ah, der Sieg kommt aus Hanau und Xani aus Frankfurt. Okay. Frankfurt ist eigentlich quasi ein großes Hanau oder Hanau ist quasi ein kleines Frankfurt. Aber es ist kein Diss, ich war gerne in Hanau. Wie gesagt, also da wohnen Bekannte von mir, die ich schon so lange kenne, dass sie eigentlich wie Verwandte sind. Und habe da gute Zeiten erlebt, aber es ist schon hart dort. Wo kommt man nicht ein Item gedroppt? Kack, jetzt ist dann nur Adventure Points rausgeholt. Ja. Musst du nochmal rein, Woko? Ja. Bist ja wahrscheinlich mit seiner 45er Ranger. Wenn man hier runterskalieren könnte, oder nicht? Ja, irgendwie. Aber selbst dann, was bringt's eigentlich, ne? Weil, wenn du runterskalierst, gut, dann brauchst du länger. Ansonsten, aber was sollen sie denn droppen? Also, sie können ja nicht das droppen lassen, was du dann für deinen eigentlichen Level bräuchtest. Das wäre ja irgendwie sinnfrei. Nee, aber man könnte wenigstens, wenn man in der Gilde ist, zusammen reingehen. Wenn einer schon ein bisschen weiter ist oder höher ist, kann man wenigstens noch mit ihren anderen niedrigeren zusammen spielen, oder meinst du nicht? Ja, schon, aber irgendwie muss das auch gehen. Also wie gesagt, als ich mit den Japanern in dem Mainz war, das waren 45er. Weil ich war vor dem Dungeon. Vorsicht, die Schlange hinten ist der Boss. Ich war vor dem Dungeon und es waren 45er. Die waren aus meiner Gruppe. Wir sind rein und dann waren es 31er. Also irgendwas haben die gemacht, dass sie ja, 31er sind. Ja, das haben wir genauso. Genau, die sind erst irgendwie reingegangen oder so. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das vorher auswählen. Wenn man über die Gruppensucht-Tool oder so reingeht. Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß ja Boko Bescheid. Ja, schreibt doch, ab Mainz wirst du runtergestuft. Okay, dann liegt es einfach nur daran. Und die Mainz, glaube ich, sind ja die einzigen, die noch einen Hardcore-Mode haben. Dann weiß ich, was wir zu tun haben, hä? Huh? Kulkan fragt, gibt es dann immer noch keine Community-Gilde auf dem Japan-Server? Da will wirklich jeder sein eigenes Ding machen. Doch, es gibt einen Community-Server, Community-Gilde von Boko. La Coca Nostra heißt sie, glaube ich. Da kannst du rein.
dass wir jetzt auf unterschiedlichen Servern, beziehungsweise ich bin auch auf mit den anderen, mit der Mage und mit der. Also ich spreche gerade mit Kulkan. Ich bin mit der Mage und der Ranger auf dem Server von Brocco, aber da kannten wir uns noch nicht. Und deswegen bin ich dort Hero und er ist dort Union zum Beispiel. Und hier bin ich mit der Asirin, weil ich mit dem Flow zusammen zocken wollte. I'm Wynyard kommt rein und macht ein Captain Caps Lock, hey. Mokko ist Union. Genau. Das sind aber noch zwei Bosse. Ich meine, dass der zweite dann irgendwann einfach nach einem gewissen Ablauf der Zeit dann noch dazu kommt. Aber das selbst Solo ist das eigentlich, ist das schnell genug down. Xane will wissen, wie man auf dem Japan-Server spielen kann, genau wie man auf dem russischen spielen konnte. Nee, aber es gibt einen Guide. Müssen kurz läuten, das Feuer anmachen. Los geht's. Ach so. Chief Temas. Danke, Woko, fürs Posten. Schoxer schreibt, ey, ich glaube, ich muss jetzt auch mal auf dem Japan-Server anfangen. Die Wartezeit dauert einfach zu lange. Ja, das kann ich verstehen, das ging mir auch so. Gut, eigentlich war es egal. Aber ich habe irgendwie, als ich Korea gespielt habe, dann einfach Bock, dann hier hinzukommen. Das war übrigens noch nicht der Dungeon-Boss. Auch wenn hier eine Treasure Chest ist. Aber der Dungeon-Boss ist jetzt auch nicht wild. Du warst der Grund gewesen, warum ich hier angefangen habe zu spielen. Was? Ach so, oh. Ja. Das war schon der letzte? Nee, ist nicht fertig. Dachte ich damals auch. Jetzt kommt dann noch der Boss. Der Flohn ist hin auf dem langen Server. Ich kann den jetzt leider nicht abrufen. Das sieht man hier nirgends. Also siehst du in der Bless EU, wenn du da auf mein Profil gehst, da steht der Server drin, mit der ich, ja, wo ich mit der Asse drauf bin. Aber genau, geht am besten zum Server, wo Walker ist. Da könnt ihr nämlich einfach auch dann der Gilde joinen und habt dann erstmal auch kollektives Spielen. Coolcam hat noch gestern Nacht schon vor lauter Langeweile SWL komplett das erste Gebiet durchgesuchtet. Das komplett. Ja, jetzt bist du drin. Ich bin draußen, Flo. Super. Sorry. Ja, aber ich habe den Chat gelesen, deswegen. Aber macht Da nichts, du kannst du machst. wenigstens jetzt ein bisschen Chat lesen und. Genau, machst du ihn aber alleine. Ah, guck mal, jetzt ist er bei mir. Auch geil. Was ist das? Ich kann ihn nicht Kann ich dich da angreifen. hinten heilen? Ich kann Ich dich nicht kann heilen. ihn auch nicht angreifen. Er hängt jetzt da Ich drin. auch nicht. Ja, cool, Ken, was geht? Du hast Hast du ihn King. gepackt? Du hast doch niemals Kingsmith komplett durchgemacht. Bis Ägypten. Ja, der Boss ist eh, da ist nicht die Rede wert. Sieht aber schon cool aus. Ja, so ein als Taming-Pet, hä? Oder Mount. Oder ein bisschen stacheliger Rücken. Boah. Ich hab Stahlunterhosen. Ja, das war's. Also das war der Dungeon. Aber ich finde viel schöner, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist auch schön, ja. So, genau, das Schockster wird sich auch das Tutorial angucken und sich das Game ziehen. Das ist ein guter Plan. Würde ich auch sagen, unterstützt das Spiel. Nicht, dass es hinterher irgendwie leer ist. Sondern macht das mal ordentlich voll. Macht mal ein bisschen Werbung bei euren Freunden. Ja. Ja, aber cool. Und wir sind Punkt Mitternacht sogar fertig geworden, wobei ich den Livestream jetzt nicht einmal beendet hätte um Punkt Mitternacht. Aber tatsächlich Punkt Mitternacht. Ja, hat Fun gemacht, auch wenn es jetzt tatsächlich für uns recht einfach war. Oder? Also. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass das so einfach ist, da durchzulaufen, aber du bist ja schon 29. Und ja. Genau. Vielleicht irgendwann,
Level hast du noch Lust? Da versuchen wir mal die 31er Instanz. Ja, auf jeden Fall. Es wird ziemlich schwierig sein, aber wir können es ja mal einfach mal versuchen. Genau, aber da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich denke mal, zumindest Level 33 sollte ich sein, damit das wirklich auch Sinn macht und ich nicht gleich ungenügt werde. Und aber gerne, also wenn du da Heiler spielen oder so. Genau, wenn du da Bock drauf hast, gerne nochmal. Ich sag gute Nacht zu Kela. Die schreibt gerade, bin mal raus. Ja, wir werden jetzt auch den Livestream hier beenden. Und also ich werde den Livestream beenden erstmal. Und ich danke allen, die mit am Start waren. Danke auch wieder an Boko, an Coolcan, Shoxer, an den Sieg, an den Jackman, Kela natürlich, an die Neuen dazu, Xani, I'm Winyard, die dazu gekommen sind. Und noch alle anderen, die ich jetzt vielleicht vergessen habe. Nehmt es mir nicht übel, ich habe ein ganz, ganz schlechtes Namensgedächtnis. Schon wunderbar, dass ich meinen eigenen Namen wiedergeben kann, wenn ich gefragt werde. Und ja, das nächste Mal geht es weiter am Mittwoch um 22 Uhr, beziehungsweise am Donnerstag um 20.30 Uhr. Aber schaut bei Woko rein. Woko sendet, glaube ich, mindestens viermal pro Woche an anderen Tagen. Damit könnt ihr die Woche füllen. Ich danke euch fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal.